10. April 1962. Meine kleine Karmeliterin, meine Liebe zu dir kennt keine Grenzen. Deine Annahme meiner angebotenen Opfer freut mich. Das hat er ganz zart gesagt. Harre aus bei mir. Welche Freude ist das für mich? Wünsche mir viele Seelen für die Austeilung meiner Gnaden. Eines Tages sagte er mir, meine Tochter, jetzt werde ich dir deine Tagesordnung geben. Schon einmal begann ich mit dir damit. Ich wollte noch mehr in dein Programm einschalten. Deshalb wartete ich damit. Komm, wenn du Zeit hast. Wenn es dir zu viel ist, sage es. Du entscheidest. Ich bin einverstanden. Mir gefällt es, wenn du mir deinen Willen freiwillig gibst. Mittwoch. Der Tag der Priesterberufe. Erbitte diesen heiligen Beruf von mir für viele junge Männer. Wie viele du nur verlangst, so viele wirst du bekommen. Denn in vielen jungen Herzen lebt dieser Wunsch. Leider ist niemand da, der den jungen Leuten Hilfe leistet. Sei nicht kleingläubig. Im nächtlichen Gebet kannst auch du für sie viele Gnaden erflehen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.